Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute geht es um Affirmationen. Ich hatte das schon mal angesprochen. Das sind zwar quasi positiv formulierte Sätze in der Ich-Form und die sollen einfach so ein bisschen unser Unterbewusstsein beeinflussen. Indem wir das immer wieder sagen, beeinflussen wir unser Unterbewusstsein damit und erzählen dem, dass das stimmt, dass das wahr ist. Und es gibt uns auch so einen positiven Pusher, also so ein... Wenn ihr das zum Beispiel gleich früh morgens macht, seid ihr gleich positiv aufgeladen, weil das halt alles positive Affirmationen sind. Und genau, das ist einfach schon, was Affirmationen im Grunde sind. Man muss halt schauen, dass die einen ansprechen. Also wenn das eine Affirmation ist, die sich gekünstelt anfühlt, die sich nicht echt anfühlt, wo man das Gefühl hat, man belügt sich selbst, dann funktioniert das auch nicht. Es gibt unglaublich viele Affirmationen zu jedem Thema. Also googelt es einfach mal. Das Thema, was euch gerade beschäftigt, ja, Abnehmen, Gesundheit, Liebe, Selbstliebe. Und dann werdet ihr da ganz viele Affirmationen aufgelistet bekommen. Und lest die euch mal durch. Und die ich euch spontan sehr positiv anspreche, die nehmt ihr euch da raus, die schreibt ihr euch auf. Und dann lest ihr euch die jeden Tag nach dem Aufstehen durch. Habt ihr auf Toilette liegen und lest die da immer. Oder lest die, bevor ihr schlafen geht. Oder habt ihr irgendwie in der Küche hängen und lest die immer mal wieder. Oder ihr schreibt jede Affirmation auf so ein kleines Post-it und klebt euch das an den Spiegel, an die Garderobe, an den Schrank, überall, wo ihr immer mal so im Laufe des Tages vorbeikommt, damit ihr euch das immer mal wieder durchlest. Und als Beispiel wollte ich euch einfach mal so ein paar Affirmationen gerne auch vorlesen. Ich habe mir hier so einen schönen Zettel gemacht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das auch wirklich als Übung machen. Das heißt, diese Affirmationen einfach mitsprechen. Ob nun laut oder im Kopf, ist völlig egal. Und Affirmationen, die ich sehr, sehr schön finde und einige davon nutze ich auch wirklich selber, sind zum Beispiel: Ich bin wertvoll. Ich werde geliebt, so wie ich bin. Ich entscheide in jedem Moment, wie ich mich fühlen möchte. Ich bin ruhig und gelassen, nichts kann mich aus der Ruhe bringen. Ich erlaube mir, mich schön zu finden. Ich bin liebenswert. Ich traue mich, jeden Tag mehr und mehr einfach ich zu sein. Ich vertraue dem Leben. Ich liebe und akzeptiere mich, so wie ich bin. Ich erlaube mir, für meine Bedürfnisse einzustehen. Ich bin wichtig. Mein Leben liegt in meiner Hand. Ich bin glücklich. Das sind jetzt mal so Beispiele für positive Affirmationen, die ich sehr, sehr gerne mag. Also ich kann die Arbeit mit Affirmationen sehr empfehlen. Es ist so was Kleines, Leichtes, was sich super in den Alltag integrieren lässt. Und jeden Tag füttert ihr euer Unterbewusstsein mit diesen Informationen, dass ihr schön seid, dass ihr wertvoll seid. Und es wird zu eurer Wahrheit, nach der ihr dann leben werdet. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit dieser Übung. Probiert es gerne mal aus. Schreibt auch gerne, wenn ihr wollt, eure Lieblingsaffirmationen unten in die Kommentare. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Tschüss.